Und wir kommen zu Tagesordnungspunkt 5, beraten dort einen Antrag der Piratenfraktion, Drucksache 5029. Untersuchungsausschuss ist wichtiger Schritt zur Aufklärung der Spionageaffäre. Ich eröffne die Aussprache und für die antragstellende Fraktion spricht nun der Kollege Schwert. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Fraktionen von Bündnis 90, die Grünen und die Linke haben auf der Bundesebene im Bundestag einen Antrag eingebracht, einen Untersuchungsausschuss einzurichten, der sich mit der Affäre rund um die westlichen Geheimdienste und deren Spionage befassen soll. Nun haben Sie im Bundestag nicht die ausreichende Mehrheit, diesen Untersuchungsausschuss selbst einzuberufen. Also sind Sie auf die Zustimmung der sehr großen Koalition angewiesen. Diese Zustimmung liegt jetzt prinzipiell vor. Darüber wurde auch bereits einmal debattiert im Bundestag. Und aus diesem Grunde haben wir die Chance, jetzt erstmalig auf der Bundesebene diesen Untersuchungsausschuss zu sehen. Für uns aus Nordrhein-Westfalen ist das ein gutes Signal. Denn wir haben ja schon öfters hier im Plenum darüber debattiert. Es wurde immer wieder darauf hingewiesen von allen möglichen Rednern, auch seitens der Landesregierung, wie wichtig sie Aufklärung auf der Bundesebene finden. Die findet nun in einem ersten Schritt statt. Also man kann diesen Untersuchungsausschuss nur begrüßen. Unseres Erachtens nach ist Edward Snowden der Kronzeuge dieses Verfahrens. Er hat über einen Kontraktor unmittelbar beim NSA gearbeitet. Er ist derjenige, der aus diesem Grunde den tiefsten Einblick in die Arbeitsweise dieses Geheimdienstes gewinnen konnte. Und er ist derjenige, der diese Dokumente überbracht hat, von denen wir jeden Tag ein paar neue in den Medien lesen können. Es ist unbedingt erforderlich, ihn anzuhören, damit auch endlich diese Zweifel aufhören an der Glaubwürdigkeit seiner Aussagen und damit wir auch prüfen können, welche sind die politischen Folgen, die wir aus diesen Aussagen zu ziehen haben. Und auch das ist eine Selbstverständlichkeit, jemand, der vor einem Untersuchungsausschuss aussagt, der darf dadurch keine Nachteile fürchten. Es muss klar sein, dass er das frei von Verfolgung und frei von der Gefahr der Auslieferung tun können muss. Wir wollen damit ausdrücklich dem Bundestag oder diesem Untersuchungsausschuss nicht vorschreiben, wie er das zu tun hat. Das ist, wie Sie sehen, nicht die Intention dieses Antrags und das darin nicht enthalten. Aus diesem Grund freuen wir uns, wenn Sie heute mit uns gemeinsam ein Signal an den Bundestag senden, dass die vier Fraktionen, die Bundestagsfraktionen, jetzt zügig zueinander kommen, damit endlich dieser Untersuchungsausschuss eingerichtet werden kann. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schwert. Für die SPD-Fraktion spricht der Kollege Stotko. Sehr Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Kollege Schwert, Ihr Antrag gibt Anregung dazu, allgemeine Aussagen zu Föderalismus und Parlamentarismus zu machen, denn nach unserer Einschätzung sind beide konstitutiv für unsere Verfassung und ich hoffe, wir gemeinsam halten beide nicht nur für rechtlich, sondern auch für politisch unverzichtbar. Der Stellenwert von Parlamenten wird nach meiner Meinung in Deutschland ohnehin so kontrovers diskutiert, denn meine persönliche Meinung als junger Parlamentarier, also auch in Lebensaltern, ist, dass unsere junge Bundesrepublik gerade mit Föderalismus und Parlamentarismus gut gefahren ist. Manche sind noch jünger. Es liegt natürlich an uns, an den Bildern der Parlamente zu arbeiten. Und das bringt mich eben zu Ihrem Antrag. Also wir können doch nicht auf der einen Seite als Landesparlamentarier den Föderalismus kultivieren, ihn hochhalten als wichtiges Element der Verfassung, also des Grundgesetzes und unserer Eigenschätzung als Parlamentarier eines Landes, teilweise übrigens unter Ablehnung von Bundesgeldern. Und dann sollen wir hier dem Bund vorschreiben, was er machen soll. Das kann ich nicht richtig verstehen. Das Gleiche gilt übrigens auch für den Parlamentarismus. Mit welcher Begründung wollen wir uns denn in die Belange des Deutschen Bundestages einmischen? Warum wollen wir den über 600 Kolleginnen und Kollegen absprechen, nach dem Einsetzungsbeschluss über einen Untersuchungsausschuss, dass sie da ordentliche Beweisanträge stellen? Herr Kollege Stotko, wenn ich einmal unterbrechen darf, bitte entschuldigen Sie. Der Kollege Schwert wird gerne eine Zwischenfrage loswerden. Ich habe zwar gerade erst angefangen, aber wenn ihm das so dringend ist, na klar. Das scheint so zu sein. Sie lassen die zu und dann darf der
Kollege Schwert reden, bitte schön. Herr Vandenberg, vielen Dank, dass Sie das zulassen. Ich habe eine Frage. Ist das jetzt eigentlich... Herr Kollege Schwert, ich bin der Kollege Stotko, nicht der Kollege Vandenberg. Entschuldigung. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Nee, äußerlich passt das auch nicht. Nee, tut mir leid. Ist das jetzt eigentlich Böswilligkeit oder liegt es daran, dass Sie den Antrag nicht gelesen haben, dass Sie hier uns unterstellen, wir würden dem Parlament oder dem Untersuchungsausschuss irgendwelche Vorschriften machen? Ich lese in diesem Antrag überhaupt nichts davon, wie der Untersuchungsausschuss da seine Arbeit machen soll oder welche Anträge er stellen soll oder nicht. Ja, also, Herr Kollege Schwert, neben der Tatsache, dass ich mich schwierig tue, wenn ich die Zwischenfrage eines Kollegen zulasse, der aufgeregt ist, mir dann aber sagt, ich sei vielleicht bösartig, naja, lasse ich jetzt so stehen, könnte ich jetzt was zu sagen. Sie sagen in Ziffer 2 der Feststellung, Herr Snowden sei der Kronzeuge dieses Untersuchungsausschussverfahrens. Damit sagen Sie, der muss da geladen werden. Das haben Sie gerade in Ihrer Rede auch gesagt. Damit schreiben Sie vor, dass der Deutsche Bundestag den Zeugen Snowden hören soll. Nehmen Sie es mir nicht übel, ich bringe Ihnen das gerne mal bei. Ich habe hier in der vorletzten Periode als Obmann einen Untersuchungsausschuss gemacht. Das, was Sie fordern, ist eine Einmischung in die Arbeit des Untersuchungsausschusses im Deutschen Bundestag. Ich komme gerne aufs Thema grundsätzlich zurück, denn das ist ja gerade versucht, was ich Ihnen zu erklären. Sie nehmen den 600 Kolleginnen und Kollegen aus dem Deutschen Bundestag das Recht ab, dass sie das selber entscheiden können, ob die das und wie die das machen wollen. Sicherlich glauben Sie als Piraten, insbesondere in Nordrhein-Westfalen, dass in den letzten 65 Jahren und in den nächsten 65 Jahren, dass ohne Sie nicht gehen würde. Die Bürger haben sich im letzten Jahr anders entschieden und Sie nicht in den Deutschen Bundestag gewählt. Dafür können wir hier nichts. Aber ich sage Ihnen nur, die können das ganz alleine im Deutschen Bundestag und werden den Untersuchungsausschuss dort auch richtig machen. Und ich erlaube mir als Landesparlamentarier, nehme ich mir das Selbstbewusstsein raus zu sagen, auch wir in Nordrhein-Westfalen können unsere beiden aktuellen Untersuchungsausschüsse, BLB und WestLB, sehr gut machen ohne den Deutschen Bundestag. Ich möchte von denen auch nicht, dass die einen Beschluss fassen, dass hier im BLB oder WestLB-Untersuchungsausschuss irgendwelche Zeugen gehört werden müssen. Das entscheiden wir hier als Parlamentarier mit unserem Selbstverständnis der Demokratie, im Übrigen auch mit freiem Gewissen. Und ich sage mal, Herr Kollege Schwert und alle, die dazwischen rufen, wie fänden Sie es denn, wenn der Deutsche Bundestag beschließen würde, Nordrhein-Westfalen müsse einen Untersuchungsausschuss einrichten über die Äußerungen des Vizepräsidenten Düngel zum Thema krankes System? Ja. Sie können ja einen Antrag stellen. Ich versuche Ihnen nur zu erklären, ich würde den Kollegen im Deutschen Bundestag sagen, das geht euch gar nichts an, auch wenn ich von seinen Äußerungen null halte, um das mal ganz deutlich zu sagen. Aber auch inhaltlich, Herr Kollege Kern, ein Untersuchungsausschuss zählt mehr Strafanzeigen gegen Finanzminister, weil die sich um Steuergerechtigkeit kümmern. Den fände ich auch mal spannend. Ihre Strafanzeige wird da ja auch freundlicherweise ins Leere kommen. Inhaltlich fordern Sie 4 Punkte. Sie wollen einen Untersuchungsausschuss zum Thema Snowden. Der kommt. Hat sich erledigt. Ihre Forderung ist beendet. Haben Sie bis jetzt wohl nicht wahrgenommen, behaupte ich mal. Zweitens. Sie wollen einen sicheren Ort für eine Aussage von Edward Snowden. Den sicheren Ort hat er jetzt schon. Die EU ist der festen Auffassung, sie kann ihm keinen sicheren Ort bieten innerhalb Europas. Warum sollte Nordrhein-Westfalen das jetzt können? Erklärt sich mir nicht so richtig. Ich sage mal, nicht mal die EU kann die Auslieferung verhindern. Und das Dritte, Sie sagen, uns ist das eigentlich egal, der soll ja nach Deutschland kommen und in Deutschland seine Aussage machen, auf die Gefahr hin, dass er dann in die USA ausgeliefert werden muss. Ihr Antrag ist Nonsens, gefährdet etwa Snowden und wird deshalb von uns abgelehnt. Ganz herzlichen Dank, Herr Kollege Stotko. Für die CDU-Fraktion spricht jetzt der Kollege Golland. Kein Vorabbeifall hier, meine Damen und Herren. Haben gleich noch genug Gelegenheit dafür. So, sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die CDU-Landtagsfraktion Nordrhein-Westfalen hat bereits im Sommer letzten Jahres unmissverständlich klargestellt, dass die uferlose Sammlung von allgemeinen Verbindungsdaten in Deutschland und Europa durch ausländische Geheimdienste nicht unserem Verständnis von Datenschutz und Rechtsstaatlichkeit entspricht. Ich verweise in diesem Zusammenhang
auf unseren Entschließungsantrag vom 10.07.2013 mit der Drucksachennummer 16-3521. Deshalb begrüßen wir die Bereitschaft des Deutschen Bundestages zur Einrichtung eines Untersuchungsausschusses, der die im Raum stehenden Vorwürfe aufklären soll, ausdrücklich. Der Untersuchungsausschuss soll unter anderem klären, in welcher Art und welchem Umfang fremde Nachrichtendienste eine verdachtsunabhängige, massenhafte Erfassung von Daten über Kommunikationsvorgänge und deren Inhalte von, nach und in Deutschland betrieben haben. Darüber hinaus soll der Ausschuss nach dem Willen der Koalitionsfraktionen prüfen, durch welche Maßnahmen rechtlicher, organisatorischer oder technischer Art sichergestellt werden kann, dass, ich zitiere, der garantierte Schutz der Vertraulichkeit der elektronischen Kommunikation von, nach und in Deutschland bestmöglich verwirklicht wird, meine Damen und Herren. Ich bin mir sicher, dass dem Aufklärungsinteresse der Mehrheitsfraktionen im Deutschen Bundestag auch eine große Mehrheit der Abgeordneten des Nordrhein-Westfälischen Landtags ohne Einschränkung zustimmen kann. Das bedeutet allerdings nicht, dass auch der vorliegende Antrag der Piratenfraktion zustimmungsfähig wäre. Erstens. Wer von einem Untersuchungsausschuss des Bundestages vernommen wird oder nicht, entscheidet der Deutsche Bundestag und nicht die Abgeordneten des Nordrhein-Westfälischen Landtags. Insofern kann ich mich dem Herrn Stotko anschließen, der zu Recht darauf verwiesen hat, dass Sie sich mal wieder in Angelegenheiten einmischen, die Sie schlichtweg nichts angehen und für die Sie auch nicht zuständig sind, meine Damen und Herren. Zum x-ten Mal an Ihre Fraktion. Kümmern Sie sich mal endlich um die Probleme der Menschen in Nordrhein-Westfalen und versuchen Sie hier nicht, diese Bühne für Bundespolitik zu missbrauchen, für die Sie nicht zuständig sind und wo Sie auch nicht gewählt sind. Zweitens, ob Herr Snowden zur Aufklärung tatsächlich etwas beitragen kann, ist überaus fraglich. Wie der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz Hans-Georg Maaßen im Handelsblatt vom 29.01.2014 feststellt, sind die Dokumente des NSA-Enthüllers Snowden, nämlich, Zitat Maaßen, voller Hinweise, aber ohne Beweise. Was wir zur Aufklärung der NSA-Aktivitäten benötigen, sind aber gerade handfeste Beweise und keine Vermutungen. Drittens, in den letzten Wochen hat sich gezeigt, dass auf amerikanischer Seite zumindest allmählich Verständnis für die Sorgen der Deutschen vor einer Totalüberwachung durch US-Geheimdienste wächst. Ob der vorliegende Antrag und die anderen reflexartigen Initiativen und Forderungen der Piraten zum Umgang mit Edward Snowden, Stichwort Bundesverdienstkreuz, dazu beitragen, dass dieses Verständnis weiter wächst, meine Damen und Herren, das darf bezweifelt werden. Dem Interesse der Bürgerinnen und Bürger dieses Landes an einem effektiven Schutz ihrer Daten ist damit jedenfalls nicht gedient. Und viertens, die wichtigste Erkenntnis: Deutschland muss sich endlich wirksam gegen Spionage jeglicher Art schützen, offenbar auch gegenüber Verbündeten und Freunden. Erste zaghafte Stimmen deuten hier in die richtige Richtung. Dem Verfassungsschutz, BND und MAD müssen dafür materiell und personell deutlich mehr Mittel gegeben werden. Eine effektive und effiziente Gegenspionage erfordert neben einem klaren Bekenntnis zur Wahrung und Durchsetzung eigener nationaler Interessen erheblich mehr Mittel, als dafür bisher aufgewendet werden und wurden. Hier müssen wir den Realitäten ehrlich ins Auge sehen. Wir werden fremde Spionagetätigkeit weder mit einem Untersuchungsausschuss, so sinnvoll dieser auch ist, noch mit neuen Gesetzen verhindern können. Das konnten wir in der Vergangenheit ja auch nicht. Aber wir können achtsamer sein und unsere eigene Abwehr in diesem Bereich stärken. Herr Kollege Golland, wenn ich einmal stören darf. Ich komme gleich zum Schluss. Zwischenfrage wollen Sie nicht zulassen. Machen wir am Schluss. Okay. Es ist unsere Aufgabe in der Politik, die Sicherheitsbehörden entsprechend zu unterstützen und die Rahmenbedingungen dafür zu bestimmen. Deutschland muss seine Bürger und Einrichtungen besser schützen. Wenn wir das in Zukunft hinbekommen, dann haben wir aus diesen Veröffentlichungen im Gegensatz zu den Piraten die richtigen Schlüsse gezogen. Daher wird die CDU-Fraktion auch den vorliegenden Antrag der Piraten ablehnen. Herzlichen Dank. So, wenn ich Sie richtig verstanden habe, wollen Sie die Zwischenfrage noch zulassen. Herr Kollege Sommer hatte sich dazu zu Wort gemeldet. Herr Kollege, bitte sehr. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Golland, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich habe noch eine kurze Verständnisfrage. Sie berichteten ja gerade darüber, dass es ziemlich unsäglich sei, dass die bundesdeutsche Bevölkerung von fremden Geheimdiensten abgehört und überwacht wird.
und riefen dann dazu auf, dass wir die eigenen Dienste personell und materiell so ausstatten müssten, dass die dann diese Überwachung übernehmen könnten. Habe ich das an der Stelle richtig verstanden und haben Sie an der Stelle auch wirklich den militärischen Abschirmdienst ins Spiel gebracht? Das ist nur eine reine Verständnisfrage an der Stelle. Danke. Also es ist natürlich keine Verständnisfrage, Sie können ja zuhören. Es ist eine rein rhetorische Frage, die mich provozieren soll. Es ist natürlich völliger Unsinn. Ich habe nicht gesagt, dass unsere Dienste unsere Bürger überwachen sollen, sondern wenn Sie jetzt mal genau inhaltlich zugehört hätten, dass unsere Dienste unser Eigentum und unsere Bürger schützen soll vor fremder Spionagetätigkeit. Und dafür müssen die materiell und personell besser ausgestattet werden. Und nichts anderes habe ich gesagt. Und natürlich gehört auch zu einem dieser Instrumente neben dem Verfassungsschutz und neben dem BND auch der militärische Abschirmdienst, weil Deutschland auch militärische Geheimnisse hat, die geschützt werden müssen. Und das ist selbstverständlich, das gibt es in allen westlichen Demokratien und anderen Ländern dieser Erde. Und ich glaube, wir können uns nicht darauf verlassen, dass Untersuchungsausschüsse oder auch Piraten verhindern, dass wir ausspioniert werden. Das kann man nur, wenn man effiziente Sicherheitsbehörden hat. Und dafür werden wir uns weiterhin einsetzen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Golland. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht Frau Kollegin Düker. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Opposition im Bundestag hat ja bereits angekündigt, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Piratenfraktion, nach der Konstituierung des NSA-Untersuchungsausschusses einen Antrag einzubringen, Edward Snowden als Zeugen zu laden. Anfang März wird sich der Parlamentarische Untersuchungsausschuss wird seine Arbeit aufnehmen. Und selbstverständlich begrüßen das auch wir. Ich glaube, da sind wir uns hier im Haus ja Gott sei Dank auch alle einig. Sogar Herr Golland tut das. Von daher ist das gut so. Ein Auslieferungsersuchen aus den USA liegt aber seit Juli 2013 auch in Berlin vor. Und von daher ist zwar die Rechtslage klar, dass hier Edward Snowden nach dem Aufenthaltsgesetz auch eine Aufenthaltserlaubnis erteilt bekommen kann zur Wahrung der politischen Interessen des Landes, aber die Frage ist, kann auch die Auslieferung dauerhaft verhindert werden? Und wir Grüne meinen, wenn man will, kann man Edward Snowden Sicherheit in Deutschland gewähren, aber das muss auch der Fall sein, bevor man ihn nach Deutschland holt. Und unter den Bedingungen sind auch wir dafür, ihn als Zeugen vorzuladen. Von daher ist das eine Haltung, die bei uns völlig klar ist. Die Fragestellung des Untersuchungsausschusses ist auch klar und richtig, denn es geht darum, in welchem Umfang überwachen amerikanische und britische Geheimdienste die Kommunikation in Deutschland und vor allem, was wissen die deutschen Behörden darüber? Wusste die schwarz-gelbe Bundesregierung etwas von den Abhörmaßnahmen und was wurde vor allen Dingen getan, um sie zu verhindern? Oder, und das ist die spannendste Frage, wie ich finde, gab es denn tatsächlich diesen Ringtausch? Das heißt, ließ man die ausländischen Dienste gewähren, um rechtswidrig selber Nutzen daraus ziehen zu können? Und ein Gebiet, was längst noch nicht klar ist in seinen Dimensionen, in welchen Dimensionen findet auch Wirtschaftsspionage statt? Wie groß ist hier auch der wirtschaftliche Schaden für unser Land? Und vor allen Dingen, wie kann man das verhindern? All das ist eine wichtige Arbeit des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses. Da ist es gut so, dass er eingerichtet wird. Und Edward Snowden ist sicher da auch ein wichtiger Zeuge. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, einen Beschluss des Landtages herbeizuführen zu wollen, wie die Beweiserhebung eines Parlamentarischen Untersuchungsausschusses des Deutschen Bundestages zu erfolgen hat, das halten in der Tat auch wir für falsch. Der Landtag beschließt nicht über Beweisanträge im PUA des Bundes. Dies ist im Untersuchungsausschussgesetz des Bundes geregelt. Und dort heißt es in § 17 Absatz 2 zur Beweiserhebung: Beweise sind zu erheben, wenn sie von einem Viertel der Mitglieder des Untersuchungsausschusses beantragt sind, es sei denn, die Beweiserhebung ist unzulässig oder das Beweismittel ist auch nach Anwendung der in diesem Gesetz vorgesehenen Zwangsmittel unerreichbar. Dies sind die Voraussetzungen für die Beweiserhebung im Untersuchungsausschuss des Bundes und nicht Beschlüsse des Landtages von Nordrhein-Westfalen. Wir möchten daher aus Respekt vor der unabhängigen Arbeit des Untersuchungsausschusses in Berlin heute auch nicht beschließen, dass der Landtag hier ungefragt Empfehlungen ausstellt. Dankeschön.
Vielen Dank, Frau Kollegin Düker. Für die FDP-Fraktion spricht Herr Kollege Dr. Orth. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Debatte hat eine große Spannweite. Der große Golland und der Parlamentsjüngling Stotko haben hier eben vor mir geredet. Und ich kann dazu nur sagen, in wesentlichen Teilen bin ich der gleichen Ansicht wie der Kollege Stotko. Wir haben hier ein Thema, das es uns nicht ansteht, anzuempfehlen. Ich würde mich dagegen verwahren, wenn andere Parlamente uns sagen, mit welchen Themen wir mit den Mitteln eines Untersuchungsausschusses operieren sollen, meine Damen und Herren. Das geht mir zu weit. Das ist doch kein politisches Statement mehr, sondern hier wollen wir doch quasi reinregieren in anderer Leute Arbeit. Wenn es um die politische Debatte geht, wenn es Ihnen darum geht, kann ich nur sagen, wie wir es hier schon mehrfach hatten, dass ich natürlich auch dafür bin, dass wir das alles ordentlich untersuchen, dass wir die Schlüsse daraus ziehen, dass wir besorgt sind über die Datensammelwut der Amerikaner. Und das ist nicht die Frage. Aber ich bin der Meinung, mit diesem Antrag liegen Sie heute wirklich einfach neben dem Thema. Und deswegen möchte ich die Debatte auch nicht künstlich verlängern. Die Kolleginnen und Kollegen haben eigentlich das Nötige dazu gesagt. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Orth. Für die Landesregierung spricht Herr Minister Jäger. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Ich kann auch nur für die Landesregierung erklären, dass es ihr nicht zusteht, aus Respekt vor dem Deutschen Bundestag, den dort vertretenen Fraktionen und den Abgeordneten Empfehlungen zu geben, wie sie einen Untersuchungsausschuss einzurichten haben, welche Beweisanträge zu erheben sind. So weit, so gut. Das Einzige, was mich an diesem Antrag erfreut, ist ein Satz, den ich gern zitieren möchte. Gleichwohl bedürfen die Dokumente und die in diesem Zusammenhang erhobenen Vorwürfe gegenüber den Nachrichtendiensten befreundeter Staaten einer ausführlichen parlamentarischen Würdigung, um ihren Wahrheitsgehalt und ihre technische und politische Bedeutung zu klären. Meine Damen und Herren, dieser Halbsatz lässt auf zweierlei Dinge schließen. Erstens, die Piratenfraktion verabschiedet davon, jeden Zeitungsartikel und jede Zeitungsmeldung per se als für bare Münze zu nehmen. Und zweitens, wie alle übrigen Fraktionen im Landtag und die Landesregierung auch, verlässt sie sich bei diesem Thema zukünftig auf Tatsachen und nicht auf Vermutungen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Minister. Für die Piraten hat noch einmal Herr Schwert um das Wort gebeten. Ja, ich bin ein bisschen sprachlos. Wie kann man sich denn hier hinstellen und immer wieder sagen, es muss unbedingt eine Aufklärung auf Bundesebene geben und sich dann noch nicht mal dazu bereit erklären, zu begrüßen, dass es einen solchen Untersuchungsausschuss gibt? Nirgendwo steht hier irgendwas von Vorschreiben, irgendwen was vorschreiben. Nein, wir fordern nicht die Einvernehmung, sondern wir benennen ihn als Zeugen. Wir würden ihn als Zeugen benennen. Nichtsdestotrotz, Herrn Golland, wir sollen uns um Menschen in Nordrhein-Westfalen kümmern. Die Frage ist allerdings, wer kümmert sich im Moment um die Menschen in Nordrhein-Westfalen, was diese Untersuchung, was diese Spionageaffäre angeht? Das tut im Moment niemand und genau darum wollen wir uns kümmern. Herr Jäger, Sie sagen immer von wegen Zeitungsartikeln, denen wir glauben oder nicht glauben. Nee, wir beziehen uns überhaupt nicht auf Zeitungsartikel, wir beziehen uns auf Originaldokumente, die vorliegen und die zu prüfen sind. Und Sie sind diejenigen, die immer deren Beweiskraft in Zweifel gezogen haben. Und dann nutzen Sie doch mal die Gelegenheit oder begrüßen Sie doch jetzt mal die Gelegenheit, dass hier geklärt werden soll. An Herrn Stotko, der sagte oder unterstellte, dass diese Vernehmung von Edward Snowden auf jeden Fall in Deutschland stattfinden solle. Das steht in diesem Antrag auch nicht drin. Das ist auch in der Zeit tatsächlich ja die Frage, ob er überhaupt sicher in Deutschland wäre. Bei der Gelegenheit ist schön, dass Sie es angesprochen haben, die Asylfrage. Wir Piraten sind immer noch die Einzigen, die hier das Asyl für Edward Snowden im nordrhein-westfälischen Parlament gefordert haben. Ich finde es armselig, dass keine andere Partei sich hier damit auseinandersetzt. Ich meine, an die CDU muss ich das jetzt gar nicht,
An die CDU muss ich das jetzt gar nicht adressieren, da erwarte ich nichts. Von der SPD, die verhält sich wie der Wurmfortsatz der Großen Koalition hier, als würde man seine eigene Meinung am Eingangstor hier abgeben. Von den Grünen bin ich jetzt nicht so enttäuscht. Ich habe eigentlich nichts anderes erwartet. Wir wissen, dass bei den Grünen politischer Wille und politisches Wirken besonders weit auseinanderfällt. Aber der Appell an Sie, es ist Ihr Koalitionspartner. Reden Sie mit ihm, wirken Sie auf Sie ihn ein. Es hat wenig Zweck, wenn ich da hingehe und mit denen rede. Das ist Ihr Job. Tun Sie den. Und der letzte Punkt. Der letzte Punkt ist die FDP. Na, die FDP, man weiß nicht. Ist sie für, ist sie dagegen, enthält sie sich? Ich würde sagen, beziehen Sie doch endlich mal Stellung, und das sollte eigentlich auf Seiten der Bürgerrechte sein. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schwert. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Entschuldigung. Ja, dann noch mal Herr Dr. Ort für die FDP. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, Entschuldigung, Frau Präsidentin. Liebe Kolleginnen und Kollegen, da ich jetzt mehrfach quasi oder meine Fraktion nochmal angesprochen wurde, meine ich doch nochmal hier kurz Stellung nehmen zu müssen. Ich glaube, Sie haben irgendwie nur eine sehr kurze Möglichkeit, sich an Dinge zu erinnern. Wir haben hier diverse Anträge zum Thema NSA, diverse Anträge zu Herrn Snowden, diverse Anträge zur Vorratsdatenspeicherung etc. diskutiert. Und da haben wir sehr häufig Ihre Ansichten vertreten. Aber wenn Sie anfangen, anderen Parlamenten vorzuschreiben, was sie zu tun und zu lassen haben, das hat nicht mit Bürgerrechten zu tun, das hat mit Bevormundung zu tun. Und da sind wir nicht bei Ihnen. Herzlichen Dank. So, möchte sonst jemand noch die vorhandenen Redezeiten nutzen? Das ist nicht der Fall, dann bleibt es jetzt bei den... Bei der Tatsache, dass ich die Debatte zum Tagesordnungspunkt 5 schließen kann, wir kommen zur Abstimmung. Die antragstellende Fraktion der Piraten hat direkte Abstimmung beantragt. Die führen wir jetzt durch, und zwar über den Inhalt des Antrages Drucksachennummer 5029. Wer dem seine Zustimmung geben möchte, bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Piraten. Vielen Dank. Wer stimmt dagegen? SPD, Bündnis 90, die Grünen, CDU, FDP und der fraktionslose Abgeordnete Stein. Vielen Dank. Wer möchte sich enthalten? Niemand. Dann ist mit dem festgestellten Abstimmungsergebnis der Antrag abgelehnt. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 6, Antrag der Fraktion der FDP, Drucksachennummer 50.